Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns 4 neue Sorten der Juicebox bestellt. Das letzte Mal hatten wir ja schon Eistee Pfirsich und wir waren ja begeistert. Wenn ihr das Video sehen wollt, guckt mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch ein paar Informationen zur Juicebox selbst, was es da Spezielles gibt und was die besonders macht. Und wir haben uns gedacht, wir testen jetzt die nächsten 4 Sorten. Wir haben hier einmal Wassermelone, Bio-Apfel, Rhabarbersirup und Limonsirup. Ich bin echt gespannt, vor allen Dingen Wassermelone bin ich gespannt. Wassermelone hat ja meistens so einen künstlichen Geschmack, wenn man den künstlich kauft, als Getränk oder auch in Süßigkeiten. Da bin ich echt gespannt und Rhabarber kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und probieren wir jetzt einfach aus. Wir machen jetzt einmal, die Juicebox ist nämlich so aufgebaut, dass sie, man kann hier vorne, ist ein bisschen schwer, man kann hier vorne das Oberteil rausziehen. Dann haben wir hier einmal den Boden und hier haben wir den Anschluss fürs Getränk und den können wir hier draufsetzen. So, und dann ist das Ganze schon aufgebaut und das machen wir jetzt einmal mit allen 4. Denn wir testen sie alle gleichzeitig. So, wir haben alles aufgebaut. Wichtig, diese haben alle noch ein Siegel drum. Einmal um den Verschluss. Den machen wir einmal ab. Dann ist alles frei. Und so sieht das Ganze jetzt aufgebaut aus. Eine kleine Armee von Juiceboxen. Und als nächstes holen wir uns ein paar Gläser. Und damit machen wir den direkten Vergleich. Wir fangen gleich hier vorne an. Hier nochmal zu sehen, wir haben hier einen Knopf oben und an der Seite 2 Flügel, die wir einmal hoch und runter drücken und dann kommt der Sirup raus. Da reicht schon so ungefähr eine Sekunde, für mich persönlich der beste Geschmack. Muss aber jeder selber wissen, wie viel Sirup er drin haben möchte, ob er süßer oder weniger süß. Das ist nebenbei ein geiler Vorteil, weil wenn ihr euch süße Getränke kauft, allgemein, habt ihr immer eine feste Süße. Und hier könnt ihr eben einstellen, dass ihr nur leichten Geschmack haben wollt oder es halt sehr intensiv haben wollt. So, dann haben wir hier Rhabarber. Auf der anderen Seite Wassermelone. Oh krass, Wassermelone sieht aus wie ein Rotwein. Und Apfel. So, erstmal hier für den Vergleich. Ich muss sagen, die Farben sehen richtig geil aus. Hier haben wir, wie gesagt, Rhabarber, Zitrone, Wassermelone und Apfel. Wir rühren das Ganze jetzt nochmal um. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich. Beim letzten Video hatte ich mir einen anderen Eistee als Vergleich geholt. Abgesehen jetzt vom Apfelsaft, wo ich hätte den Apfelsaft kaufen können, wüsste ich jetzt spontan nicht, was ich bei Rhabarber oder Wassermelone kaufen hätte können, um das gegenzuschecken. Da habe ich ja überall einen Löffel drin gehabt. Eine gewisse Säure ist da. Ich glaube, das war der Apfel am Ende. Aber wir beginnen mit Rhabarber. Geruch eher neutral. Und sehr sommerlicher Geschmack. Bisschen sauer, aber ich esse jetzt nicht viel Rhabarber, aber es ist auf jeden Fall lecker. Ein bisschen sauer, aber auch süß. Also, wenn ihr eher so säuerliche Getränke mögt, ist Rhabarber auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt bin ich mal bei der Zitrone gespannt. Oh, die riecht, es geht eher in Richtung Sprite. Also weniger so, als würdet ihr eine frische Limone drin haben, sondern eher... Nee, auch nicht. Sprite ist das nicht. Also es ist unglaublich lecker. Ich kann es jetzt aber gar nicht vergleichen. Also es ist nicht wie eine frische Zitrone. Es geht eher in der Softdrink-Richtung. Aber ich bin echt überrascht. Oh, das kann ich mir richtig gut, vielleicht noch mit dem Minze rein. Jetzt im Sommer. Richtig schön kalt mit Eiswürfeln, ein bisschen Minze. Mega. Also das ist gerade mein Favorit. So, weiter geht's mit Wassermelone. Da bin ich ja besonders gespannt. Oh, die riecht auch. Da hat man mehr Geruch. Okay, jetzt bin ich überrascht. Nochmal.
Okay, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich muss sagen, es ist nicht mein Favorit, weil ich mag diese Säure, die in den Getränken drin ist. Aber wenn ich meine Augen jetzt, glaube ich, verschließen würde, ich muss das nochmal probieren. Das schmeckt wirklich wie eine echte Wassermelone. Nicht, wenn eine Wassermelone ein bisschen sehr, sehr reif ist, würde ich vergleichen. Eine sehr, sehr reife Wassermelone, die auch sehr süß ist, in die Richtung geht. Das habe ich ein bisschen zu viel Sirup drin, aber es ist kein Vergleich, wie wenn ihr diese künstliche Wassermelonengeschmack habt, die ihr von Bonbons kennt oder ja von allen Wassermelonen-Süßigkeiten. So, dann kommen wir zum letzten Getränk, dem Bio-Apfel. Geruch ist sehr intensiv. Ich muss sagen, die süßen Getränke riechen viel intensiver als die etwas säuerlichen. Wobei doch, wenn das ein bisschen steht, doch, die Gerüche sind jetzt sehr... Oh, wisst ihr, nach was das riecht und schmeckt? Kennt ihr Wassereis? Ist das ein doofer Vergleich, da es eigentlich alles natürliche Geschmäcker sein sollen. Aber Wassereis mit der Farbe, wo ich eigentlich immer Sprite früher zugesagt habe, das ist ein bisschen ähnlich. Vom Geruch her gerade hat mich das total daran erinnert. So, aber egal. Wir haben gesagt, wir sind beim Apfel. Probieren wir ihn. Okay. Intensiver Apfelgeschmack. Ich glaube, auch bei dem habe ich ein bisschen zu viel Sirup. Er ist sehr, sehr süß. Aber er schmeckt wirklich mega gut. Jetzt natürlich die Sache. Apfelsaft kann ich so kaufen. Es erinnert aber nicht direkt an Apfelsaft. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Und wenn ich das probiere, ich will mal kurz gucken, auf was ist hergestellt. Bio-Rohrzucker, Fruchtsaftkonzentrat, Bio-Apfelsaftkonzentrat. Okay. Im Endeffekt ist noch Wasser drin, natürliches Apfelaroma und Säurungsmittel. Also eigentlich abgesehen von Zucker ist hier wirklich Apfelsaftkonzentrat drin. Das erklärt es auch, aber geschmacklich Bombe. Boah. Ich muss sagen, das ist wirklich, da hätte ich jetzt gerne nochmal einen anderen Apfelsaft, einfach als Vergleich, weil das schmeckt wirklich super geil. So, insgesamt bin ich jetzt durch. Ich muss sagen, ich bin weiterhin begeistert von den Produkten. Mein absoluter Liebling, ich bin gerade hin und her gerissen zwischen Zitrone und Apfel. Ich bin eigentlich gar kein Apfelsafttrinker, aber der flasht mich gerade extrem. Der Vorteil, warum wir die jetzt weiter getestet haben, ist einmal, Gäste sind total begeistert und mit den vier Sorten jetzt extra, die Leute kommen, ihr braucht ein bisschen Wasser im Kühlschrank, fertig. Und die können sich aussuchen, was sie trinken wollen. Kurz Knopf drücken und let's go. Und die können alles durchgehend probieren. Auf jeden Fall, es ersetzt jede Menge PET-Flaschen. MHD auch ewig. Das heißt, ihr könnt das stehen lassen. Perfektes Produkt. Und es ist vegan. Also vegan ist es auch, das habe ich gar nicht erwähnt. Es ist in einer Holzverpackung. Das heißt, auch sehr umweltbewusst. Ich bin begeistert, wirklich. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil wirklich, ich habe gesucht, ich habe echt gedacht, Wassermelone wäre etwas, wo ich sagen würde, okay, das wäre gar nicht meins. Ist wahrscheinlich was für meine Frau, die liebt Wassermelone. Und Fazit, du hast ja gerade probiert, weil gerade ist die Kamera ausgefallen, da haben wir einen Break nämlich gehabt. Was sagst du? Also ich finde die auf jeden Fall sehr lecker. Ich finde, Bio-Apfel schmeckt halt original wie Apfelsaft. Und zwar wie richtig guter Apfelsaft vor allen Dingen. Wassermelone fand ich persönlich ultra lecker. Ich finde es weder zu süß noch zu künstlich. Ich finde tatsächlich, das hat einen sehr angenehmen Geschmack. Die Zitrone finde ich jetzt ein bisschen zu sauer. Muss aber dazu sagen, ja, du hast recht. Also im Sommer mit Minze und Eiswürfeln ist das schon geil. Und das Rhabarber finde ich persönlich auch. Also unter Rhabarber konnte ich mir gar nichts vorstellen. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert von Rhabarber, weil es ist, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen süß, es ist aber auch ein bisschen sauer und es ist total lecker und ich kann mir so richtig schön vorstellen, wie ich im Garten sitze und dieses Rhabarber-Sirup mit meinem Wasser trinke, weil es ist ein sehr angenehmer Geschmack, von dem man nicht gleich satt ist. Ihr habt es gehört, ich würde sagen 9,5 von 10.
Mir fehlt vielleicht noch ein bisschen i-Tüpfelchen, aber ich habe jetzt, wie gesagt, eine Variante probiert. Werde ich den Sirup wahrscheinlich nochmal anpasse und wie gesagt, bei den beiden hier ist es für mich zu süß. Sie hat ja gerade selber gesagt, für sie war es perfekt. Das ist halt Geschmackssache, aber Top-Bewertung. Ich glaube, momentan sind die sogar, kosten die 20 Euro im Schnitt. Ich habe die damals für 25 gekauft. Also kriegt sogar momentan noch Rabatt auf der Homepage. Was kann man dazu sagen? Von mir persönlich eine absolute Empfehlung und ich bin begeistert und ich werde wahrscheinlich auch, sobald die hier leer sind, auch noch die letzten, weil ich glaube, 2-3 Sorten habe ich noch nicht getestet. Und wenn wir die haben, stelle ich euch die auch kurz vor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch in den Kommentaren, wie ihr sie vielleicht selber schon mal getestet habt, wie ihr sie findet und was wir als nächstes probieren sollen. Und sonst sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch guten Hunger bzw. guten Durst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.